Moin Moin und hallo. Jo, jo. Der Cookie und ich zocken heute zusammen dieses schöne Spiel. Donkey Kong Country Tropical Freeze ist jetzt für die Switch rausgekommen, nachdem es damals für die Wii U rausgekommen ist. Yes, yes. Und wir zocken das heute quasi zu zweit an einem Controller. Alles klar. Let's fetz. So, an dem Spiel hat sich im Endeffekt gar nicht so viel geändert. Die einzige große Änderung ist, sieht man auf dem Cover schon, hoffentlich, ist der Funky Kong. Yes, yes, yo, yo. Deswegen sieht der Cookie auch heute so aus, wie er aussieht. Ja, ich dachte, ich mache mich mal ein bisschen zum Affen. Und habe komisches Zeug hier im Studio gesucht und habe das hier gefunden, also nehmt es mir nicht übel. Zum Funky kann man sagen, das ist im Endeffekt so eine Art Kindermodus, der kann halt alle Fähigkeiten von den anderen Donkey Kong Familienmitgliedern in einer Person, hat halt ein bisschen mehr Leben, macht das Spiel, was halt generell sehr schwer ist oder herausfordernd, ein bisschen angenehmer. Hilft okay. Uns beiden, glaube ich, schon ein wenig. Also, ich werde steuern, du wirst springen und den ganzen anderen Kram machen, den man so machen kann. Ich werde also versagen. Wird super. Alles klar, let's go. So, Leute, dann lass mal starten. Wir nehmen hier 1-4 oder was? Ist mir egal, gucken wir einfach mal rein. Okay, dann, ich glaube, du musst auswählen, oder? Ja, Level spielen. Okay. Dann bereit bin ich noch nicht, aber gut, fangen wir mal. Okay, also wir sind auch funky, ja? Funky Kong. Wir sind sowas von funky. Alles klar. Und was kann der jetzt? Der kann irgendwie so einen Doppelsprung? Genau, der kann einen Doppelsprung. Der hat dieses Surfbrett, mit dem man auf den Stacheln gleitet. Und der hat halt auch generell, ganz wichtig, mehr Leben. Okay. Ja gut, das sollten wir wohl irgendwie hinkriegen mit... Okay, also ich muss laufen, ja? So, und ich kann springen. Okay, sonst kann ich hinten auf den Schultertasten noch was machen? Ja, wir können damit greifen, aber das kann ich auch machen. Okay, alles klar. Gut. Ja. Oh, wir sind okay, so gut. Das klappt eigentlich ganz gut, ne? Ja, okay, mit dem. Muss ich da zielen oder so? Ne, ich glaube jetzt. Okay, jetzt muss nur noch ich was machen. Hast du Glück gehabt? Und wie gefällt dir das Spiel so? Erzähl mal ein bisschen. Ja, also es ist sehr interaktionsreich vor allem. Du musst gleich aber nach unten dich bücken. Im Zweifel. Okay. Ja, okay, ich verstehe. Also muss ich mich kurz konzentrieren. Naja. Also man kann hier Kong sammeln, ne? So wie man das kennt. Ja, wir müssen eigentlich zum Spiel selber überhaupt nichts mehr sagen. Ich glaube, es ist ein sehr... Jetzt musst du dich drücken. Ja, ich verstehe. Es ist, glaube ich, ein sehr klassisches Donkey Kong. Hey, hätte ich mich da ducken? Nee, da hätte ich hätte früher springen. Jetzt du. Ja, ja, okay, das krieg ich hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was, Christian? Fail. Okay, das ist also die Dinger sind die Leben, ja. Also ich muss kurz dazu sagen, ich habe absolut noch gar keinen Donkey Kong gespielt. Ja, ich habe auf dem Game Boy Advance hatte ich eins. Und ich bin ja... Oh fuck, sorry. Ich kann nicht reden. Hallo? Das war jetzt dein Fail. Christian! Ich ducke mich. Wir haben genug Leben, wir sind funky. Funky! Groovy. Gott, das wird richtig peinlich. Die Musik, muss man dazu sagen, finde ich sehr gut. Der Cookie war da irgendwie anderer Meinung. Ich weiß aber auch nicht warum. Nee, die Bio war anderer Meinung. Ja, du warst aber auch so ein bisschen. Ja, die ist oh, halt, da hab ich's verpasst. Ist halt auf generell auf Dauer ein bisschen nervig so, aber... Die Video jetzt oder die Musik? Die Musik. Oh, Effekt hier. Okay, oh Gott, quasi, oh Gott. Alter Christian, get your shit together, bro. Das ist überhaupt nicht funky hier, das ist richtig langweilig. Aber was sind das, die Checkpoints, wovon hängen die ab? Also wie sehen die aus, wenn man die einsammelt? Das war... Ich sehe durch die Brille. Da ist so ein... Ich hätte mich ducken müssen. You had one draw. Oh, scheiße. Ducken? Ja. Das sind so kleine Schweinchen, die da oben touren. Kleine Schweinchen. Und, oh, du hast das Leben nicht eingesammelt. Ja, wir sterben noch nicht mehr. Sterben nicht mehr, sagst du? Ja. Bin ich mir nicht so sicher. Oh, dieses Level musste ich schon so oft spielen. Echt? Ja, ich hab doch gesagt, ich bin chronisch schwach. Chronisch schwach. War das jetzt ein Level? Oder? Nee, es geht noch weiter. Weil die Level, das muss man sagen, anders als bei Mario, sind relativ lang. Okay. Also du hast meistens schon... das ganze Level hier in den Karren? Weil in den Karren kann ich ja, muss ich ja gar nicht so viel machen. Ja, sei froh, dann fällt es nur, nicht nur... Nur oha. Ich, nicht du. Oha. Okay, das war's aber. Ja, okay, da können wir ja easy noch eins machen. Ja, war ja auch total easy. Ich bin jetzt nur dreimal unangenehm gestorben. Hab auch nur 2 von 4 Buchstaben gefangen. Aber gut, ich bin funky. Ah, komm, das zählt nicht. Geht dann jetzt automatisch ins nächste Level oder kommen wir jetzt nochmal in die Übersicht? Nee, wir können uns in der Übersicht aussuchen. Okay, das Problem ist, das nächste Level ist ein Bosskampf. Können wir gerne mal probieren. Ja, das wird lustig. Das, wir schaffen das. Easy Bosskampf. Easy Bosskampf. Halbpipe der Halbstarken.
Das passt doch sehr gut. Ja, also wir sind definitiv zwei Halbstarke, aber zusammen, Christian, sind zusammen doppelt stark. Sind wir ein ganzer Starker. Oh Gott, wir sind so uncool. Ach so, das ist dann nur auch diese eine Bosskampf. Das ist nur dieser eine Bosskampf. Der geht aber relativ lange. Da müssen wir uns sehr viel koordinieren. Das wird. Ja, das kriegen wir hin. Komm. Bams, bams. Boah, ein Wikinger-Jurob. War das ein Slow-Clap oder was? Das war ein Slow-Clap. Achso, hast du mit Funky Kong gespielt die ganze Zeit? Oder? Nee, ich hab erst, das kann man dazu auch noch sagen, man muss Funky Kong auswählen am Anfang, man kann ihn nicht zwischendurch wieder auswählen. Ah, okay. Ich hab erst ein bisschen... Spring. Mit ihm normal... Nee, lauf nicht so weit weg. Wir müssen auch mit drauf springen. Ah, okay. Und jetzt kommen ein paar Gegner, da rollen wir mal so ein bisschen. Die können wir wegklatschen, so. Achso, mit der Rolle, also laufe ich auf die zu, ja? Ja. Okay, aber wir sind nur eine gewisse Zeit in der Rolle. Nee. Den musst du nicht, wir müssen ihn nicht zwangsläufig kaputt machen, aber es macht es halt angenehmer. Okay. So, jetzt kommt wieder der Klassiker. Ja, nice. Den können wir nicht kaputt machen. Okay, da muss man ausweichen, ja. Junge. Du musst dich bewegen. Ja, ich kann mich nicht bewegen, wenn du diesen Klatschi. Ja, wenn Klatschi-Matschi. Wenn ich den mache und du dich nicht bewegst, dann macht er halt den Klatscher. Ah, okay. Job! Jump können wir aber. Ja, du. Oh, jetzt ist er sauer. Komm her, du diesen Schmutz. Jetzt müssen wir ausweichen. Und jetzt können wir auf ihn drauf. Okay, jump. Nein, aber das ist das Like a Charm. Und wir sollten einen von denen kaputt machen, dann gibt's nicht. Nee. Ja. Jetzt. Warte. Jetzt. Ja, du. Das ist Gott. Übel schwer zu timen, wenn man das. Oh Gott, nein, zur Seite. Was gibt's denn, wenn? Oh fuck, wir haben. Jetzt drauf. Wir haben nur noch einen, zwei Leben. Das wird knapp. Nein, das schaffen wir. So, jetzt müssen wir euch nochmal ausweichen. Ja. Und jetzt auf den drauf springen. Ja, warte. Ja, jetzt. Auf freien Schutz habe ich meinen. Ja. Alles gut. No. Okay, haben wir. Gibt's hier nicht vielleicht zwischendurch noch ein Lebensgut, welches ich gebrauche? Ja, wir müssen halt die kleinen Viecher klappern. Jetzt müssen wir springen viel. Okay. Das war immer eine Scheißstelle. Oh Gott. Wir gehen am besten. Das ist ein Leben. Oh, Profis! Sick! Ja, jetzt, das war eh. Wir nice, sind einfach ziemlich gut. Nice. Das geht bei dem. Ah, mein Gott. Du musst immer laufen. Okay. Dann, weil sonst stampf ich halt auf den Boden. Ja, okay. Ich drück jetzt einfach immer in irgendeine Richtung. Ja, das ist richtig so. Fuck, wir haben schon wieder alle Leben verloren. Wie das hier klappt, Leute. Nein, Mann, schon. Ausweichen. Ja. Und der macht jetzt gleich nochmal den Move. Und nochmal. Der macht nämlich gleich. Jetzt macht er den Arm, genau. Und jetzt können wir nochmal ausweichen. Und jetzt rausspringen. Jetzt rausspringen. Putz! Voll auf die Nase! Ja, jetzt kommt der Move leider noch einmal. Ja, Also ist schon schick? Es ist optisch total schick. Da muss man einfach... Oh, ich dachte, wir haben es verkackt. Was? Christian, das war... Das war Funky Kong Style. Funky Kong Style. Ja, nice. Ja, aber also das Spiel ist wirklich... Ich bin jetzt in Welt 2, im normalen Modus. Also mit normal Donkey Kong. Genau, mit normal Donkey Kong und seiner Familie. Ich muss ja jetzt hier die Brille anziehen. Oh! Es macht wirklich viel Spaß. Es ist so diese ganz knapp zwischen frustrierend hart, aber auch irgendwie belohnt. Okay, ja, du hast es vorher noch nicht gespielt. Genau, ich bin voll der Newbie. Ich muss mich halt auch an diesen Rhythmus gewöhnen, weil ich glaube, wenn du den Rhythmus einmal drauf hast, ist es halt voll das fluffige Spiel. Es macht auf jeden Fall viel Spaß und ich glaube, also so zu zweit macht an einem Controller macht auf jeden Fall Spaß. Können wir gerne euch empfehlen. Ja, gerade mit den Switch-Controllern. Ja, 10 out of 10 would do again. Und das geht halt wirklich echt einfach. Du musst halt nicht mehr so komisch da rumhängen und die aneinander halten oder so. Ja, das war's auf jeden Fall von uns. Ich hoffe, euch hat das so viel Spaß gemacht wie wir und Was? Wir uns. Alles gut. Ich bin noch in meinem Funky. Die Funky-Leute können nicht so gut reden. Ja.
Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Das war's von uns in Donkey Kong. Hat eine ganze Menge Spaß gemacht. Hier unten könnt ihr euch noch zwei weitere Videos von uns angucken. Einmal ist es die Sprechstunde von gestern mit Kevins Thema und das war Nervosität. Und das Gaming-Video von letzter Woche, das waren Christian und ich auch schon wieder mit unserem God of War Talk. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie wir God of War finden, dann guckt euch das gerne auch noch an. Haut rein. Haut rein.